Ja, Gemeindederby in der Kreisoberliga Süd und gleichzeitig auch das Spitzenspiel. TSG Lütter, Tabellenführer gegen den TSV Rodemann, Tabellenzweiter. Mehr Topspiel geht nicht und knapp 300 Zuschauer waren am Sauerbrunnen und die erwarteten ein spannendes Spiel, ein packendes Spiel. Mal sehen, was da draus so alles wird. Steffen Grah, der Spielleiter, musste nach 5 Minuten zum ersten Mal genau hinsehen. Da kommt diese Situation hier, Mario Schlott mit der Flanke und der erste Kopfball in Richtung eines Tores von Flo Münkel, aber über den Kasten von Keeper André Ditzel. Dann die vielleicht vorentscheidende Szene schon nach 16 Minuten. Dieser Eckball achtet in der Mitte auf Daniel Flauger, der nimmt den Ball direkt. Ja, natürlich darf er nie so zum Schuss kommen und trotzdem ein tolles Tor von Daniel Flauger. Die Führung für den TSV Rodemann nach 16 Spielminuten und das machte die Sache ein bisschen einfacher. Nur 120 Sekunden später diese Ecke von Vincent Drüschler und die Möglichkeit für Lütte auf eine Antwort. Wieder Flo Münkel, aber der verzieht etwas am Tor vorbei. Es war kein großes, spektakuläres Spiel, aber die ein oder andere gute Möglichkeit gab es schon. Dann wieder hier Mario Schlott setzt zum Solo an, der macht das richtig gut. Dann kommt die Flanke in die Mitte. Zu kurz abgewehrt. Kevin Muth hat die Schusschance, aber irgendwie bezeichnend für die TSG an diesem Abend zu hoch angesetzt, diese Situation. Noch eine Szene vor der Pause. Ein langer Freistoß kommt jetzt gleich von Noah Odenwald. Dann kommt die Kopfballvorlage von Justin Odenwald. Und dann ist Lennart Papert vielleicht 20 cm zu klein, ein bisschen größer. Und dann hätte sie eingeschlagen, die Chance zum 0:2. Das war's schon aus der ersten Hälfte. Und ob Rolf Gollin, der Lütterer Trainer, zu dieser ersten Halbzeit nach dem Wechsel die passende Idee hat, das seht ihr nach einem kurzen Clip von uns. Du musst kein guter Fußballer sein, aber ein guter Pädagoge. Projekt Petra sucht Teamplayer. Du bist einer, dann melde dich. Rein in den zweiten Durchgang. Und gleich die erste Möglichkeit für Rodemann wieder. Dieses Zuspiel hier von Noah Odenwald gleich sauber durchgesteckt auf Henry Flügel. Ja, es gibt Spiele, da rächt sich das, dass man den Ball nicht wenigstens aufs Tor bringt, aber in diesem nicht. Wir haben noch eine Torchance der TSG Lütter. Ein bisschen so aus dem Zufall. Jetzt kommt der hohe Ball gleich rein in den Strafraum. Und da steht Maxi Müllers. Ja, und das passt zum Spiel heute. Nimmt das Ding direkt, da war mehr drin. Aber Lütter eigentlich zu ungefährlich vor dem Tor, zu wenige Torchancen in den 90 Minuten. Die Entscheidung dann Mitte der zweiten Halbzeit, seht euch das Loch an in der Zentrale, Henry Flügel auf die Nummer 3, das ist ein wunderbares Zuspiel von Lennart Papert auf Konstantin Trimalski. Damit war der Drops gelutscht, Rodemann effektiv, effizient vor dem Tor, wieder ein schön herausgespieltes Tor, wie schon in Löschenrot vor einer Woche. Prima gemacht, Stefan Schmidt, eine Minute noch, er wusste, das Ding ist durch, sah das ganz locker und es gab noch einen Zucker, ein Bonbon für den Trainer, Noah Odenwald. Aber auch hier, schaut euch das an, niemand geht dran, niemand greift den Noah Odenwald an, der nimmt Maß, schießt ein, 0:3. Das hätte vorher wahrscheinlich niemand erwartet, dass Rodemann in Lütter so deutlich gewinnt. Aber von der TSG kam viel zu wenig. Rodemann war cleverer, vor allem im Abschluss, stand hinten richtig gut und ist jetzt neuer Tabellenführer im Süden.